Es gibt eben keinen im heutigen Buddhismus schon länger. Oder sehen Sie einen, was könnte Buddhaschaft sein, also nicht einfach nur formlose innere Feinextase. Und Achtsamkeit ja auch nicht, oder? Das ist ja nur Selbstbeobachtung, oder wie man sich da im nur da ist eben die Verbindung zum Jenseits nicht vorhanden in der Achtsamkeit, das ist nur auf sich selber und die materielle Umgebung hier gerichtet. Das Ego ist dort, heißt es ja auch, das ist das normale Wachbewusstsein, welches dem Menschen gemeinhin als bekannt gilt, wo man dann die Achtsamkeitsübungen macht. Und das ist der Bereich auch der Zen-Lehrer, Zen-Meister heute, sind keine Buddhas. Wir haben keine Hinweise, dass der Zen nach dem überragenden Dogen Zenji noch in der Lage war, aus dem Jenseits zu empfangen. Der Zen wird verschwinden, nachdem es eine Methode gibt, wie wir eben wieder aus dem Jenseits empfangen können, werden die Leute sich nicht mehr für minderwertige Methoden interessieren. Es ist nur eine Frage der Zeit. Ich habe diesen Leuten auch angeboten, ein Upgrade zu machen. Aber sie sehen ja, wie die reagiert haben. Die sind auf einem derart bedauerlichen Niveau von Kommunikation und von Argumentation. Die sind einfach auf ihren alten Lehren hocken geblieben, können sich nicht entwickeln. Und falls es aber doch Anzeichen gäbe, dass sie Hinweise finden würden oder sogar Leute, die Zen machen und aus dem Jenseits empfangen können, dann bin ich sehr interessiert und ich bin sicher, diese Leute werden mit uns zusammenarbeiten. Das ist so ein typisches Merkmal, wenn wir aus dem Jenseits empfangen, da werden wir wieder wie früher zu Zeiten vor der Sesshaftwerdung zu Eingeschworenen, die zusammenwirken auf eine höchst sinnvolle Weise aus dem Jenseits eben koordiniert.